zwei Personen, Zwillinge. Einer bleibt auf der Erde, während der andere mit annähernd Lichtgeschwindigkeit zum Stern Gliese 1 aufbricht, diesen umrundet und wieder zurückkehrt. Wenn die Zwillinge wieder vereint sind, dann ist einer von ihnen um etwa 30 Jahre gealtert, der andere aber nur um einige Monate. Oder doch nicht. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Nachdem ihr in den Kommentaren schon oft nach dem Zwillingsparadoxon gefragt habt, wollen wir uns mit diesem Thema heute ausführlich auseinandersetzen. Die Ausgangssituation, die ist simpel. Wir haben Zwillinge. Nennen wir sie mal Sandy und Malia. An ihrem 30. Geburtstag besteigt Sandy ein Raumschiff und tritt eine Reise nach Gliese 1 an, 15 Lichtjahre von der Erde entfernt, ungefähr. Sandys Raumschiff ist ultraschnell und schafft es auf 0,99972 der Lichtgeschwindigkeit. Sobald Sandy Gliese 1 erreicht, kehrt sie um und reist zurück zur Erde. Dort angekommen, stellt sie fest, dass ihre Zwillingsschwester 60 Jahre alt ist. Obwohl ihre Reise aus Sandys Perspektive nur wenige Monate gedauert hat. Wer unsere anderen Teile zur speziellen Relativitätstheorie gesehen hat, der wird sich vermutlich fragen, wo genau denn hier nun das Paradoxon sein soll. Schließlich können wir die verlangsamte Alterung Sandys mit Zeitdilatation erklären. Da Sandy mit 0,99972 der Lichtgeschwindigkeit reist, errechnen wir einen Gamma-Faktor von etwa 42. Damit verkürzt sich Sandys Strecke zu Gliese 1 auf lächerliche 0,36 Lichtjahre. Und daher braucht sie hin und zurück auch lediglich etwas mehr als ein halbes Jahr. Für Malia hingegen vergingen die vollen 30 Jahre, welche das Licht für die Distanz nach Gliese 1 und zurück benötigt. Es wird dann scheinbar paradox, wenn wir Einsteins Grundannahme bedenken, nach der alle Inertialsysteme gleichberechtigt sind. Genauso wie wir die Bewegung der Erde nicht wahrnehmen und sich scheinbar der Sternenhimmel um uns dreht, kann Sandy argumentieren, dass sie in Ruhe ist, während sich das Universum um sie herum mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Für Sandy bewegen sich Malia und die Erde von ihr weg und schließlich wieder auf sie zu. Dieser Logik folgend müsste auch Sandy die Uhren auf der Erde langsamer ticken sehen. Folglich sollte ihre Schwester Malia diejenige sein, die langsamer altert. Spätestens bei der Rückkehr aber kann dieses Paradoxon nicht bestehen bleiben. Entweder beide sind gleichermaßen gealtert oder aber nur eine von ihnen. Auf keinen Fall können beide weniger gealtert sein als die jeweils andere. Schrödingers Zwillinge quasi. Tatsächlich entdeckt Sandy bei ihrer Rückkehr, dass Malia, die zu Hause geblieben war, um 30 Jahre gealtert ist. Was also ist die Lösung? Wie ich vorhin schon bemerkte, ist das Zwillingsparadoxon nur scheinbar paradox. Die möglichen Lösungsansätze greifen dabei sehr weit. Wir wollen euch heute daher nur eine sehr einfache und eine etwas komplexere präsentieren. Beide Lösungen aber liegen in den bisher von uns vorgestellten Annahmen der speziellen Relativitätstheorie verborgen. Beginnen wir mal mit der leichter zugänglichen. Damit wir die SRT überhaupt anwenden können, benötigen wir Inertialsysteme. Während Malia auf der Erde im Wesentlichen in Ruhe mit Bezug auf ihr Inertialsystem verharrt, ist das bei Sandy nicht der Fall. Sobald Sandy nämlich Gliese 1 erreicht, muss sie ihr Raumschiff abbremsen und dann wieder in Richtung Erde beschleunigen. Damit verlässt sie ihr Inertialsystem. Und wir können für sie die spezielle Relativitätstheorie nicht mehr anwenden. Und egal welche Tricks wir hier ins Feld führen, wir benötigen zwei Inertialsysteme, um Sandys Reise zu beschreiben. Eines für die Bewegung hin zu Gliese 1 und eines für die Bewegung zurück. An dieser Stelle gibt es in der Regel einige Einwände, auf die wir möglichst vollständig eingehen wollen. Ein Argument, was oft vorgebracht wird, ist, dass es sich ja beim Zwilling auf der Erde nicht um einen inertialen Beobachter handelt. Schließlich befindet sich Malia ja im Gravitationsfeld der Erde und dies wirkt nachweislich beschleunigend auf sie. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei den Geschwindigkeiten, die wir hier besprechen, extrem hohen relativistischen Geschwindigkeiten nahe C, der Einfluss der Erdgravitation auf Malia quasi vernachlässigen können. Und natürlich könnten wir Malia auch an eine driftende Raumstation im intergalaktischen Raum verlagern. Das Gesagte behält seine Gültigkeit. Dann gibt es das häufig gehörte Argument mit der Beschleunigung. Es sei die Beschleunigung, welche das Paradoxon auflöse. Das geht teils so weit, dass man behauptet, die Zeitdilatation sei auf die Phase der Beschleunigung konzentriert. Der Zwilling würde spontan nachaltern und man müsse hier die allgemeine Relativitätstheorie hinzuziehen. Man kommt allerdings sehr gut ohne die allgemeine Relativitätstheorie aus.
Tatsache ist nämlich, dass man das Gedankenexperiment auch gänzlich ohne Beschleunigung durchführen kann. Ein Raumschiff passiert die Erde mit konstanter Geschwindigkeit und synchronisiert im Vorbeiflug die Uhr mit der irdischen Zeit. Wenn es Gliese 1 erreicht, kommt ihm ein zweites Raumschiff mit gleicher Geschwindigkeit entgegen. Das erste Raumschiff überträgt nun seine Zeit an das zweite. Das zweite Raumschiff fliegt weiter mit konstanter Geschwindigkeit bis zur Erde und übermittelt dort seine Zeit an die Missionskontrolle. Alles ohne Beschleunigung und Bremsmanöver. Gleicher Sachverhalt. Wie ist das aber nun mit der komplexeren Lösung? Die komplexere Lösung greift auf das Konzept der Gleichzeitigkeit zurück, welches wir in unserem letzten Video aus der Reihe vorstellten. Schaut da ruhig nochmal rein, wenn ihr die Inhalte nochmal auffrischen wollt. Wir nehmen auch für dieses Szenario leichter verdauliche Werte an. Sandy fliegt jetzt mit 60% der Lichtgeschwindigkeit eine Distanz von 3 Lichtjahren. Wir erwarten, dass Sandy nach 10 Jahren zurückkommt. 10 mal 0,6 Lichtjahre für die Gesamtdistanz von 6 Lichtjahren. Wir erwarten auch, dass für Sandy aufgrund der Zeitdilatation nur 8 Jahre vergehen. Machen wir einen Perspektivwechsel zu Sandy. Sie benötigt tatsächlich 8 Jahre für die Gesamtdistanz von 4,8 Lichtjahren. Richtig, es sind für Sandy nur 4,8 Lichtjahre aufgrund der Längenkontraktion. Gleichzeitig muss Sandy davon ausgehen, dass für Malia auf der Erde insgesamt nur 6,4 Jahre vergehen, denn auch sie nimmt eine Zeitdilatation für Malia an. Fehlen irgendwie 3,6 Jahre. Genau hier kommt das so wichtige Konzept der Gleichzeitigkeit ins Spiel, welches wir im letzten Video vorstellten. Damit wir das heute mal nicht mathematisch machen müssen, nutzen wir ein Raumzeitdiagramm. Wer damit nichts anfangen kann, der schaut bitte unser 2-Minuten-Video Raumzeitdiagramme einfach erklärt. Wenn das Raumschiff mit Sandy losfliegt, dann ändert sich auch Sandys Wahrnehmung von Gleichzeitigkeit, und zwar abhängig von der relativen Geschwindigkeit und der Distanz zu Malia. Je weiter Sandy davon fliegt, desto weiter verschiebt sich das Konzept von Gleichzeitigkeit. Kurz vor dem Ziel, also nach etwa 4 Jahren auf Sandys Uhr, nimmt sie an, dass gleichzeitig für Malia 3,2 Jahre vergangen sind, nicht etwa die für uns intuitiven 5 Jahre. Die Linien, welche die gleichzeitig markieren, die sehen wir hier im Diagramm in blau. Sobald Sandy aber das Inertialsystem wechselt bzw. umkehrt, ändert sich auch ihre Vorstellung der Gegenwart. Sie fliegt ja jetzt nicht mehr von Malia weg, sondern auf sie zu. Für sie ist nun ein Zeitpunkt gleichzeitig, an welchem für Malia bereits fast 7 Jahre vergangen sind. Die neuen Gleichzeitigkeitslinien für den Rückflug, die sind in rot markiert. Die Auflösung des Paradoxons wird damit deutlich. Sandy ist tatsächlich der Meinung, dass für Malia nur 6,4 Jahre vergangen sind. Ebenso aber gibt es einen Sprung in der Gleichzeitigkeit. Man spricht hier von Sprungdiskontinuität. Und dieser Sprung überbrückt genau die 3,6 Jahre, welche uns fehlten. Unsere Buchempfehlung diesen Monat ist daher Marcel Prousts großer Klassiker Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Erwähnte ich schon, dass das ein zeitloser Klassiker ist? Sorry. Mir ist klar, dass das nur sehr schwer zu verstehen ist, weil es überhaupt gar nichts mit unserer Alltagserfahrung zu tun hat. Ohne allerdings ein Verständnis von relativer Gleichzeitigkeit kann man das Zwillingsparadoxon nicht vollständig auflösen. Wir hoffen trotzdem, es hat euch wieder gefallen. Wir freuen uns über euer Abo, einen Kommentar und ganz besonders über unsere tollen Patreons, die uns so nett unterstützen. Wie immer sagen wir danke fürs Zuschauen und in diesem Sinne 42. Let it go and tell